So, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zeige ich dir mal, wie man bei comdirect einen Sparplan einrichtet. Das geht super schnell und viel Spaß bei diesem Video. Ja, in meinem letzten Video hatte ich bereits meine Top 10 Dividendenaktien vorgestellt und jetzt möchte ich natürlich einen Sparplan einrichten, um meine Dividendenaktien zu besparen. Mit dem Sparplan werde dann automatisch Monat für Monat von meinem Referenzkonto der vorgegebene Sparbetrag abgebucht und automatisch in die Aktien investiert. Somit profitiere ich vom Average Cost Effect und kann somit einen Durchschnittskurs kaufen. Durch den Average Cost Effect sinkt mein Preisrisiko und ich muss mich nicht mit Einstiegspunkten auseinandersetzen. Falls du noch kein Depot hast, kann ich dir von meiner Seite auch comdirect empfehlen. Ich habe jetzt vor kurzem noch eine E-Mail bekommen von meinem Partnerprogramm und in den nächsten Tagen wird ein neues Programm freigeschaltet. Dann könnt ihr über einen Link, den ich unten in die Videokommentare posten werde, könnt ihr euch anmelden und werdet dort einen Anmeldebonus von 100 Euro bekommen. Es gibt ein paar Bedingungen, die man da erfüllen muss. Man muss zum Beispiel 3 Trades durchführen. Ich werde das alles dann unten in den Kommentar verlinken. Falls du mit dem Gedanken spielst, dir ein Depot zuzulegen, kannst du das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich werde das, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich dir jetzt mal, wie man über comdirect einen Sparplan einrichtet. Wir gehen jetzt erstmal auf die comdirect-Seite. Wir können dann hier über den Login-Bereich uns ganz normal einloggen. Wenn ihr euch schon ein Depot eingerichtet habt, dann werdet ihr eine Zugangsnummer bekommen und eine PIN. Dann könnt ihr euch ganz normal über den Login-Bereich hier in euren persönlichen Bereich einloggen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich bereits 1.000 Euro auf mein Referenzkonto der comdirect überwiesen. Das bedeutet, wenn ihr ein Depot bei der comdirect habt, dann könnt ihr dort über ein Referenzkonto euer Geld einzahlen und von dem Referenzkonto könnt ihr dann den Sparplan bezahlen. Das ist die Referenzkontonummer, auf die ich überwiesen habe und den Sparplan werden wir über Geldanlage einrichten. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben auf den Reiter Geldeinlage und Wertpapiersparplan. Dann einfach hier auf Wertpapiersparplan einrichten. Ihr könnt euch auch noch weitere Informationen über diesen Link einholen. In diesem Fall werden wir uns aber einfach hier für den Sparplan entscheiden. Hier müsst ihr einfach nur eingeben, wie viel Euro ihr regelmäßig in euren Sparplan einzahlen möchtet. Für meine Dividendenstrategie werde ich dann monatlich 250 Euro investieren und ich werde diese dann im zweiten Schritt auf 10 Dividendenaktien aufteilen. Ich werde jetzt hier diese 10 Dividendenaktien nehmen, die ich in meinem letzten Video vorgestellt habe. Wenn ihr euch die mal anschauen wollt, dann könnt ihr einfach auf das Video zu meinem Dividendendepot gehen und werdet dann hier unten auch noch eine Liste der Aktien finden, die ich ausgewählt habe. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz die WKNs nehmen. Ihr könnt nämlich auch ETFs hier besparen. In diesem Fall werde ich halt, wie gesagt, ein Dividendendepot mit Aktien besparen. Das heißt, ihr müsst einfach von eurem Finanzprodukt, was ihr euch kaufen wollt, dann hier die WKN oder die ISIN eingeben. So, wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr dann hier rechts dann auch die Wertpapierzeichnung sehen. In diesem Fall die Johnson & Johnson Aktie. Ich werde jetzt hier mal für die 10 Aktien durchgehen. Als nächstes wird die AT&T kommen. So, ich habe jetzt mal die 10 Dividendenaktien hier eingegeben, die ich ausgewählt habe, von Johnson & Johnson bis zur Allianz. In diesem Fall können wir dann 10 Wertpapiere pro Sparplan einrichten. Wenn wir mehr Sachen besparen wollen oder mehr Wertpapiere besparen wollen, dann müssen wir noch einen weiteren Sparplan einrichten. Ihr könnt übrigens auch hier über die Wertpapiersuche nach sparplanfähigen Fonds suchen. Ihr könnt aber auch nach Aktien suchen. Und könnt hier einfach mal durchgehen. Ja, wirklich interessant. Hier seht ihr auch sofort die Dividendenrendite, die letzte Performance. Das sind zumindest schon mal zwei wichtige Kennzahlen, die man sich in diesem Fall anschauen würde, wenn man eine Dividendenaktie bewertet. Wenn ihr sehen wollt, wie man eine Dividendenaktie von vorne bis hinten bewertet oder wie ich jetzt vorgegangen bin, dann schaut euch auf jeden Fall das Video zu meinen Top 10 Dividendenaktien nochmal an. Jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt weiter und werden dann im zweiten Schritt die Aufteilung der Sparrate hier bestimmen. In diesem Fall werde ich natürlich alle Aktien zu einem gleichen Anteil besparen. Auf der rechten Seite seht ihr dann halt die Provision, die halt bei dem Kauf hinzukommen wird. Hier unten könnt ihr noch eine Dynamisierung der Sparrate eingeben. Es macht zum Beispiel auch Sinn, hier eine 2%ige Steigerungsrate zu planen aufgrund der Inflation. Aber in diesem Fall halte ich das nicht für notwendig und ich werde jetzt einfach nur diese 250 Euro besparen. Im zweiten Fall müssen wir noch einen Namen für unseren Sparplan hier hinterlegen, damit wir die später auch noch auseinanderhalten können. In diesem Fall werde ich jetzt einfach das Dividendendepot nennen. Und hier können wir dann das Intervall uns aussuchen. Man kann natürlich auch Aktien nur alle 2 Monate kaufen. Man kann die nur vierteljährlich kaufen. In meinem Fall werde ich mich jetzt hier für monatlich entscheiden. Und zwar immer zu Beginn des Monats, beziehungsweise hier ist mal der 1. des Kalendermonats. Hier wäre zum Beispiel der 15. des Kalendermonats. Ich möchte es mal am Anfang kaufen.
So, der erste Kauf, der wird dann mit dem 1. Februar stattfinden, völlig automatisch dann über mein Referenzkonto, das ich dann hier angegeben habe. Mein Referenzkonto ist in diesem Fall jetzt hier mein Verrechnungskonto. Dann gehe ich hier auf Weiter und hier gibt es noch eine kleine Übersicht, das heißt, hier kann ich mich nochmal kontrollieren und hier unten muss ich dann über das Fototan-Verfahren meine TAN eingeben. So, das Fototan-Verfahren, das könnt ihr ganz normal über die zum Beispiel Comdirect Fototan-App euch holen. Das heißt, hier könnt ihr euch die App im Market Store zum Beispiel holen für Android oder halt für Apple, je nachdem. Und ihr müsst die einfach öffnen. Ich werde das jetzt einfach mal tun. Die Fototan wird sich dann nochmal die Kamera öffnen. Ihr könnt dann einfach das Bild scannen und ich bekomme in diesem Fall dann meine TAN, die ich dann hier eingeben kann. Ich habe meine TAN jetzt hier eingegeben, klicke dann einfach noch hier eben auf Freigeben. Jetzt ist mein Sparplan eingerichtet. Hier sehe ich noch eine kleine Übersicht. Ich kann mich hier noch einmal kontrollieren, ob ich auch wirklich alles richtig gemacht habe. Dann klicken wir einfach nochmal kurz auf die Übersicht und sehen dann hier mit dem Namen Dividendendepot ist unser Sparplan eingerichtet. Das heißt, hier können wir auch jederzeit Änderungen durchführen, können den Sparplan ändern oder auch löschen. Wie ihr seht, ist alles ziemlich übersichtlich gestaltet. Es ist auch extrem einfach, deswegen nur dieses kurze Video. Wie am Anfang gesagt, ich werde in den nächsten Tagen nochmal in den Kommentaren das Angebot nochmal reinschreiben. Ich werde da den Link posten, wenn das Bonusprogramm oder dieser 100-Euro-Bonus freigeschaltet ist. Dann nochmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.